Hey Freunde und herzlich willkommen bei eurem Tjulf und herzlich willkommen zu einem kleineren, weiteren Infovideo zu Hello Neighbor Alpha 4. Ich nehme das Video gerade zum dritten Mal auf, weil mein Mikrofon sich einfach dachte, den Pegel auf 100 zu stellen und deswegen alles vollkommen übersteuert war. Aber was ist überhaupt kein Problem? Jedenfalls, wie ich es bereits im letzten Infovideo zu Hello Neighbor gesagt habe, habe ich ja bereits angekündigt, dass die Entwickler uns in nächster Zeit auf jeden Fall mit weiteren Infos zur nächsten Version versorgen werden. Und das war jetzt auch in einem Twitter-Post vor einigen Tagen der Fall. Das Video kommt bei mir erst jetzt, weil ich war nicht da und ich dachte mir, ich mache das Video besser spät als nie. Jedenfalls gab es dort einen kleinen Twitter-Post, der zum Inhalt folgendes Video hatte, welches ihr auch jetzt im Hintergrund gerade ablaufen seht. Und dort sieht man zweifelsohne, wie wir vor dem Nachbarn auf den Gleisen im Alpha-3-Haus abhauen. Dieses Video lässt für uns jetzt natürlich zwei Schlüsse zu. Zum einen werden wir auf jeden Fall in der nächsten Version bzw. in der fertigen Vollversion weitere Stockwerke des Hauses betreten können. Das heißt, die oberen Stockwerke werden vermutlich ab der nächsten Version möbliert sein, für uns begehbar sein und natürlich auch für den Nachbarn. Das bedeutet für uns natürlich, wir haben mehr Raum, den wir erkunden können, mehr Content für uns in der nächsten Version, mehr Secrets, die es zu entdecken gilt und natürlich mehr Wege, auf denen wir vor dem Nachbarn abhauen müssen. Des Weiteren lässt es eine zweite These zu, und zwar, dass wir in der nächsten Version möglicherweise mit einer Eisenbahn fahren können. Denn wie wir in dem Video unschwer sehen können, hauen wir vor dem Nachbarn ab auf den Gleisen. Die Frage ist jetzt, sitzen wir in einem Zug, sitzen wir in der Lore oder laufen wir einfach nur? Denn wie ihr alle wisst, können wir auch einfach über die Gleise laufen. Das ist jetzt natürlich die Hauptfrage, die dieser Tweet aufwirft. Haben wir einen Zug oder haben wir keinen Zug? Jedoch von der Animation im Video nach zu schließen, würde ich eher sagen, dass wir einfach nur laufen, weil die Kamera bewegt sich so leicht und ab, wie als würde jemand rennen. Also würde ich einfach mal davon ausgehen, dass wir vor dem Nachbarn auf den Schienen weglaufen. Was natürlich nicht ausschließt, dass wir in der nächsten Version nicht dennoch irgendwas mit einem Zug machen können. Ich finde es ziemlich cool, ich freue mich drauf. Ansonsten haben die Entwickler bei dem Tweet noch einen kleinen Satz dabei gepackt. Und zwar haben sie uns gesagt, dass in nächster Zeit auf jeden Fall neue News kommen werden. Richtige News, richtige Infos. Das wird, denke ich mal, beinhalten, richtige Infos zur nächsten Version von Hello Neighbor, richtige Infos und News zur fertigen Version zu Hello Neighbor, was den Content betrifft, was den Inhalt betrifft, was, ja, keine Ahnung, was vielleicht storytechnisch passieren wird. Man weiß es nicht. Ich möchte jetzt auch keine weiteren Spekulationen anstellen. Auf jeden Fall werden wir in nächster Zeit nochmal richtige Infos von TinyBuild bekommen. Außerdem haben sie dabei gesagt, wir sollen den Jungs einfach ein bisschen Zeit lassen. Wir sollen denen ein bisschen Zeit geben. Die sind schon dahinter, die werden sich schon um alles kümmern. Davon gehe ich jedenfalls aus. Und wie gesagt, wir werden dann in den nächsten Tagen oder Wochen auf jeden Fall nochmal neue Infos, richtige News bekommen. Zwecks Hello Neighbor Alpha 4, Beta 1, Vollversion, was auch immer da als nächstes auf uns zukommt. Auf jeden Fall wünsche ich euch bis dahin viel Spaß. Schaut euch auf meinem Kanal ein bisschen um, guckt euch Videos an, oh, keine Ahnung, lasst Hasskommentare da, macht auch was ihr wollt. Vergesst auf jeden Fall nicht, das Video zu bewerten. Wir sehen uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Euer Tjulf verabschiedet sich, macht's gut und bis dahin.